Tod durch überhöhte Geschwindigkeit. Fast jeder zweite tödliche Unfall auf der Autobahn wird durch Raser verursacht. Mit einem Tempolimit könnte die Zahl der Toten um 25% reduziert werden, glaubt die Gewerkschaft der Polizei und will Tempolimit 130 durchsetzen. Um 200 km/h oder mehr fahren zu dürfen auf Deutschlands Autobahn ist der Wahnsinn schlechthin. Jeder weiß, die physikalischen Gesetze wirken auch auf moderne, sichere Autos ein und das menschliche Leben ist da ganz konkret gefährdet. Viele Deutsche können sich ein generelles Tempolimit vorstellen. Für 130 sind 35%, für 120 km/h 9% und für 150 km/h 19%. Insgesamt sind also 63% für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Gänzlich gegen ein Tempolimit sind 36%, wobei mehr Männer als Frauen ein Limit ablehnen. Umweltverbände erwarten von einem Tempolimit vor allem weniger Schadstoffe in der Luft. Von den insgesamt 115 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die jährlich von PKWs verursacht werden, könnten aber wohl gerade mal 1 bis 2 Millionen Tonnen eingespart werden. Der ADAC lehnt wegen der geringen Verbesserungen ein Tempolimit ab. Ein generelles Tempolimit würde weder zur Verkehrssicherheit beitragen, noch würde es wesentlich zum Umweltschutz beitragen. Immerhin gehören die Autobahnen zu den sichersten Straßen in Deutschland. Um endlich Fakten für oder gegen ein Tempolimit zu haben, fordert die Gewerkschaft der Polizei von der Bundesregierung, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben.